Kaum vermochte das Auge die Flut wahrzunehmen. Fahnen überall, 700, große und kleine, bunt und mit Bändern geschmückt. Fahnen darunter, die heil die Fairnisse eines Jahrhunderts überstanden hatten. Zu Heilbronn war's, Sonntag und exakt 15.30 Uhr, als der Fahnenzug ins ovale Rund des Stadions einzog, zum Finale des 36. Chorfestes des Schwäbischen Sängerbundes. Es begann am Samstag. Sonderzüge, 11 an der Zahl, und 200 Sonderbusse brachten mehr denn 30.000 Sangesfreunde aus 22 Gauen Schwabens, so nennt man sie trutzig im Sängerschwäbisch, in die Stadt Kätchens. Grüß Gott mit hellem Klang, so der Wahlspruch dieses Festes. Vorbei die Zeiten, da es höchstes Ziel deutschen Männersangs gewesen, mit Kehlenkraft gen Weltschland zu singen. Vorbei die schöne alte Zeit markiger Sängerfeste, da der Bierkrug das letzte Wort hatte. Vorbei sagte das Präsidium des Sängerbundes: Kulturmittler, das ist unsere Aufgabe. Und so gab es denn, es sei gesagt, Konzerte von Format. Hinde mit und offenes Liedersingen, Sonderkonzerte noch und noch. Es tönte allerwärts. Es tönte allerwärts. In der Festhalle Theresienwiese zum Beispiel ein ganzer Gau sang. Der Gauleiter hatte alle Hände voll zu tun, die Gesangvereine seiner Region unter seinen Dirigentenstock zu bringen. Von der Gaufeier zu einem feiernden Gau. Das Sängerfußvolk, hehren Kulturzielen nicht so zugewandt, tat, was der Sängerführung sicherlich missfiel. Der Chronist, schon ob der Fahnenflut verwirrt, wurde aus lichtjahrfernen Welten gerissen, als der Herr Präsident des Bundes sein und seiner Sangesbrüder tun erläuternd, Hölderlin dunkel ins weite Rund des Stadions hinaussprach: Unser Singen soll sein wie das Pelzwerk und der brokatene Saum, der das härene Kleid des Alltags zum Festkleid macht. Soll sein wie die Sonne an einem frostigen Tag, soll sein wie das Morgenrot nach trostloser Nacht, sprach's und entließ 35.000 Männlein und Weiblein des Sängerfußvolks in die rüde Welt. Und so wird man allerwärts weiter rätseln, was dies Orakel zu Heilbronn zu bedeuten. Und vielleicht werden wir es sogar beim nächsten Bundeschorfest erfahren in 5 Jahren.